Sieht aber relativ clear aus. Bin jetzt hier wieder an der Schule, am Seiteneingang. Ich glaube, der wollte. Guck mal, was im Auto drin ist. Ich glaube, der wollte einen Wagen reparieren. Der hat Scrap Metal und Windscreen Glass dabei. Nee, der Wagen ist komplett im Arsch. Wollt ihr mein Gear einpacken und mich abholen? Arbeitst du dran? Ich habe leider keinen Rucksack, der gut darf. Oh, ich kann deinen Rucksack nehmen. Mach mal deinen Rucksack übrigens. Also, das war mal mein Rucksack. Jetzt hier auch bei dir. Ja, ich habe dich gerade gesehen. Checkt mal die oberste Etage aus. Oder warst du da schon? Nee. Okay, ist clear. M240 Muni benutzt die MK-Mod, ne? Mhm. Ja, dreimal ich habe, da drin. Ich habe Platz für eine Packung MK-Mod. Ihr könnt ja mit einem Auto davor fahren, dann das Auto vollpacken und dann wegdüsen. Ah, das ist voll die gute Idee. Ja, dann hole ich mal das Auto, dann machst du das. Ist mir egal. Habt ihr den Namen von dem Typen gesehen, der da drin saß? Ich kann Study noch. Das war GOC Bloody Saw. Du bist der Einzige, der auf dem Service von den Clan. Kannst du den Wagen holen, Kevin? Ja, bin schon auf dem Weg. Okay, ausgezeichnet. Peter, ich sterbe immer, wenn ich mit unterwegs bin. Schon mal gemerkt? Ja, keine Ahnung, ob ich das merken kann, weil ich bin dann ja mit dir unterwegs und sonst nicht. Verstehst du, was ich meine? Na gut. Das heißt, die Male, wo du nicht stirbst, bekomme ich dann ja gar nicht mit. Wasserdichte Logik. Fuck, ey. Wie viele Gegner wie viele Zombies der hier gekillt hat, ist ja nicht mehr normal. Das, ach Gott. Hier ist noch ein Toter. Ja, hier sind überall Tote in der Stadt, das ist voll schlimm gerade. Ich habe ja gesagt, dass ich ein Viewer bin, dann sind vermutlich alle hingegangen und dann fiel mir das Team Deathmatch an. Colt Anaconda. Wie hast du den jetzt gekillt? Hast du so um die Ecke geluschert und hast den dann einfach weggefegt oder wie hast du das gemacht? Genau so. Mein zusätzlicher Glücksfaktor war auch noch, dass der nach dir nachgeladen hat. Das heißt, mich hat er offenbar gar nicht hochrennen sehen. Wahrscheinlich, als ich hochgerannt bin, war der wahrscheinlich gerade irgendwie in dem Raum drin und ist dann in dem Moment rausgekommen, wo du hochgekommen bist oder gerade als ich in dem Raum hier verschwunden bin. Und so haben wir uns dann verpasst. Dann hat er dich gekillt, dachte er wäre alleine, hat nachgeladen, ich bin aus dem Raum wieder rausgekommen und hab ihm gegeben. Oh, crap. Bin doch, genau dann ist am es Eingang. Zu spät. Hintereingang? Oder Vordereingang? Ah, ich sehe dich, ich komm runter. Aber wo ist denn hier Gear? Müsste hinten sein. Ja, ich bräuchte auch deine Hilfe beim Einladen eigentlich. Okay. Ich krieg kein Gear, das gibt's doch nicht. Ich muss tatsächlich reingehen. Da oben sind nämlich halt noch zwei Leichen. Noch die eine oder andere Sache haben. Beispielsweise noch eine M14 AIM hatte der. Okay. Ja, auch mal mit. Wir sollten euch dann auf jeden Fall gleich aufteilen. Einer sollte oben auf dem Dach oder so stehen und ein bisschen sich umgucken. Nicht, dass da noch eine böse Überraschung irgendwo lauert. Ach so, ja, dann. Holy moly! Was denn? Ach, der ist mir nur. Kevin ist mir nur gerade entgegengekommen. Wodurch ich mich erschrocken habe. Oh. Kann ich gar nicht mehr auswählen, die Leichen. Ah, doch, jetzt hier. Hast du hier dein Gear reingepackt, oder was? Teils, ja, damit ich Platz habe. Doch, dann lässt es zu mir spielen. Hast du den anderen leer? Ach, Daniel gibt's ja auch noch. Ja.
Ah, fuck, Zombie, ey. Oh. Ich habe keine leise Waffe mehr, mit der schießen kann. Ich habe auch keine leise Waffe. Ich habe nur die. Wie heißt die? Die Anaconda da, Dingens. Die ist nicht leise. Nee, alles andere als leise. Komm ich denn jetzt an dem Wichser vorbei? Einfach dran vorbeilaufen? Probieren wir es mal. Ja. Also, ich glaube, wir haben die Leichen soweit gut leer gemacht, oder? Was sagst du? Ja. Komplett leer hier. Kann man theoretisch einen Rucksack mitnehmen? Nee, oder? Ja. Kann man. Also du musst einfach deinen Rucksack ins Auto reintun, mit Equip, das ist okay. Und dann nimmst du den anderen auf und dann kannst du wieder danach dann die Rucksäcke tauschen im Auto. Dann hast du dein Equip wieder auch. Ah, verstehe. Wenn der Server restartet, dann ist dein Equip weg im Rucksack drin. Aber ansonsten ist alles gesichert da drin. Dann nehme ich dir noch einen Rucksack mit. Boah, das wäre nett, ja. Einer hatte nämlich einen Tschech. Nice. Ich bin mal oben auf dem Dach und check mal die Lage hier. Mhm. Ach, das ist Tschech-West-Pouch. Oh, da tut mir leid. Na gut. Oh, da hinten ist auch einer gestorben. Da liegt ein ganzer Lootberg. Oben auf dem Berg. Hier sind überall Leichen ringsherum. Wir können jetzt auch losfahren. Okay, ich komm runter. Ey, Taschentuch stinkt, möchte ich nur mal kurz sagen. wie geht's dem blauen Wagen, Kevin? Oh, oh fuck. Den ich gerade gerammt habe. Ja, genau den. Peter, jetzt kann ich es nur sagen. Ich steig mir mal absichtlich, damit du dich besser fühlst und ah, du die Abschüsse kriegen kannst. Ja, das ist lieb von dir. Ah, ein Grunzer. Nein! Das war gerade auf jeden Fall ein bisschen intensiver. Ja. Wo fahre ich jetzt am besten hin? Wo bist denn du eigentlich, Daniel? Ich bin gerade in Komarovo. Ja, Komarovo. Ich fahre jetzt wieder nach Pavlovo und dann nach Zelenogorsk. Also wieder ab in den Süden, Kevin. Aber hier haben wir auch schon wieder die meiste Action verpasst. War auch nur noch einer übrig. Ja, stimmt. Ja, das waren aber auch nur zwei Leute, ne? Ich habe da drei Leichen gesehen. Im ja, Ernst? Aber ja, gut, eine davon war Daniel. Auch noch eine. Nee, ach so. Außen, außerhalb. Ach so. Ja, ich weiß nicht, ob man das Action nennen kann. Das ist eher so ein Gemetzel, ich weiß nicht. Ich glaube, das lieber, wenn man so in der freien Wildbahn Leute trifft, die irgendwie gerade überhaupt nicht drauf vorbereitet sind. Ne, so Städtekämpfe, wo jeder Beteiligte weiß, dass gerade Shit down geht, das ist voll blöd. Aber wenn man die hinterrücks killen kann, ohne dass die das mitbekommen, das ist das Beste. Ja, das ist das Geilste, ganz genau. Oh mein Gott, sneaky bitch. Wie bei diesen komischen, diesen Videoclip von Robin Hood, so, hey, ich hab eine super Idee. Wir klauen nicht mehr die Reichen, wir stehlen die Armen, die können sich überhaupt nicht wehren. So muss das sein. Das ist total geil. Die wehren sich gar nicht. Und so muss das sein, Mensch. Du musst nur Z finden und die sollen völlig unvorbereitet sein. Und dann segelst die und dann steigen die alle aus und rennen in alle Ecken und so. Und dann hat man so einen ewigen Kampf irgendwie in den Wäldern. Das ist das Coolste. Ach ja. Ist doch trotzdem gut gelaufen für die meisten von uns gerade. Ja, stimmt. Immerhin wurde ich nicht von den Zombies gehauen. Ja, richtig. Und wir haben all dein Gear mit. Genau. Eben. Nicht nur die Hauptwaffe. Ja, wobei nicht all dein Gear. Einiges habe ich mir zurückgeholt. Peter, ich dachte, wir wären Freunde. Beklaut er mich. Hallo, ACU habe ich mir einfach nur, wie gesagt, zurückgeholt. Okay. Blue on Blue. Irgendjemand hat gerade eine Granate geworfen. Ja, dann wird das automatisch gesagt, oder was?
Zumindest hat Tobi das früher immer gesagt, dass immer, wenn diese Nachricht kommt, dass jemand eine Granate gerade geworfen hat. Ja, ob man Tobi da trauen kann. Tobi. Pff, nee. Aber wer weiß. Vielleicht ist er ein bisschen wahnsinnig. Wie geht's dem Wagen eigentlich? Kaputt, ja, wie so eh und je. Zwischen Orange und Gelb ist alles dabei. Ausgezeichnet. Wo ist Daniel jetzt gespawnt? Habe ich vergessen. Ich war in Balota und bin jetzt gleich in Zelenogorsk. Dann müssten wir uns ja gleich sehen. Dann müssen wir uns gleich ja sehen. Wieso dann verstehst du uns nicht, Daniel? Was? Aber... Wow. Ja, nicht, dass wir gleich wieder von so einem Mongo beschossen werden. Ja, wobei, da können wir uns vielleicht wenigstens wehren. Ich habe ja ein kleines Gewehr dabei. Naja, wir haben da noch eine Rechnung offen. Wir müssen Nico, ne? Rächen, danke. Ja, richtig. Ja, genau, der Wotnik. Und wir müssen einen Wotnik schießen. Der hält aber wirklich viel aus, also das ist echt geil. Wir müssen eigentlich nur die Reifen treffen, ne? Sonst haben sie ja schon mal eine Arschkarte. Oder die Leute, die da drin sitzen. Das wäre am besten, genau. Damit wir danach den Wotnik benutzen können. Noch besser, ja. Ja, stimmt, noch besser. Noch guter. Noch guter. Das ist am gutesten. Jawohl. Weißt du, wenn ich immer so GTA und so weiter gespielt habe, dann kannte ich irgendwann die Stadt auswendig und in DayZ ist es auch mittlerweile so weit, dass ich einfach durch die Wälder laufen kann und ich fühle mich hier recht heimisch. Ich kenne jede scheiß Ecke. Das Schlimme bei GTA war, wenn mir langweilig war, habe ich so getan, als ob ich da den Verkehr normal fahren würde. Ja, das Lol, da steht ein Auto. Ja, das meinten wir vorhin. Ah, okay. Da war auch die Leiche. Dann müsst ihr durch Zelene fahren übrigens. Bin schon dabei. Tabia! Ach ja. Aber ja, so viele Leichen wieder waren, haben die tatsächlich dann auf den Ruf gehört. Ah, Moondai ist in Vibor. Da haben sich dann allerdings alle gegenseitig gekillt. Und dann sind wir gekommen, um den Rest zu killen. Den einzigen Überlebenden, der eigentlich fair wahrscheinlich all diese Kämpfe gewonnen hat. Kommen wir zu dritt. Boah, diese ganzen Sachen hier auf der Straße, die sind so scheiße. Wo bist du jetzt eigentlich? Pavlovo gerade eben. Aber auf dem besten Weg nach Zelino. Muss einfach nur weiterfahren. Der tödliche Supermarkt. Oh, da habe ich die Leiche von Nico gehört. Den hat wahrscheinlich keiner gelootet, ne? Wie auch? Ja, stimmt. Da waren wir ja unter Feuer. Beschuss, ja. Ja, eben, wenn da so ein scheiß MG auf dich drauf zimmert. Nix zu lachen hast du da. Ich hätte den Fahrer so schön raussnipern können, weil der da schön auf dem Berg stand, aber ich war leider aus der Büste gewesen. Ach, das ist so ärgerlich. Aber immerhin hast du 3 Waffen zur Auswahl, Daniel. Yay! Oh, da bin ich! Ich wollte dich gerade überfahren, weil ich dachte, das ist ein Gegner. Das wäre genial gewesen. Du kannst fahren. Okay, drin. Okay, los geht's. Hey, ausgezeichnet! Du hast die Magazine mitgenommen, Peter. Was? Daniel, fahr du mal lieber. Du hast nur ein Magazin mitgenommen für die M42. Ja? Nein! Na, da tut mir leid. Was soll ich mit 100 Schuss machen? Ich hab. Guck rein, ich hab noch die letzten mitgenommen, die Peter liegen gelassen hat. Ich dachte doch schon, deine Leiche war doch leer. Okay. Also hast du 300 Schuss. Ja. Was soll ich noch mit 100 Schuss machen? Ja, weiß ich auch nicht. Nur 100 Schuss? Oh, warte mal jetzt. Oh, jetzt hab ich wirklich viel Schuss. Heilige Scheiße. Wir wollen doch einen Krieg ziehen hier. Keine Schlacht schlagen. Ja, dann fall doch nicht immer gleich um, wenn ein Gegner kommt. Peter Aufstein. Nein, nicht anhalten! Peter Aufstein. Nein. Du bleibst jetzt so lange stehen, Peter, bis du ausgestiegen bist. Ja, das hab ich doch gar nicht so gemeint. Brauchst du gar nicht zu gucken. Hat aber Glück gehabt. Eieiei. Lass mal überlegen, wohin